Ich möchte einige Tipps hier vorstellen, wie man die Liebe ewig am Blühen hält oder die Verfallszeit, das Verfallsdatum der Liebe herauszögern kann. Ich möchte inspirieren mit einigen überraschenden Vorschlägen. Beginnen wir also. Die Partnerschaft ist ein kreatives Perpetuum mobile, das heißt, eigentlich läuft sie von selbst kreativ. Diese Kreativität hat der Paartherapeut Jürg Willi mit dem Begriff kreative Koevolution beschrieben. Wenn das also gut läuft, dann findet da eine ständige Evolution statt. Aber es gibt natürlich auch Hindernisse, dazu komme ich dann später. Ich verstehe Kreativität als etwas, was allen zugänglich ist. Das ist nicht nur den Künstlern zugänglich, sondern das ist eine Kraft, die einfach da ist und die Lebendigkeit spendet. Wie komme ich überhaupt auf die Kreativität? Ich befasse mich seit einigen Jahren damit und mache diese Kurse im kreativen Schreiben. Und da gibt es auch Literatur dazu, zu Kreativität. Es gibt auch Kreativitätsforscher. Und ich habe mich ein bisschen vertieft und da gibt es auch einiges über Kreativität und Partnerschaft. Der Flow ist so ein zentraler Begriff bei der Kreativität. Das ist dieses Fließen der Energien. Das könnte man auch messen, denke ich, hormonell. Vom Muskeltonus her irgendwo so ein Zustand, wo man sich zugleich vergisst und aufgehoben fühlt. Das kann im Sport sein, das kann bei anderen Tätigkeiten sein, wo auch immer. Das ist sicher nie fern in der Partnerschaft, da ja Liebe im Spiel ist. Aber der Lauf der Dinge ist, dass wenn sich über diesen goldenen Strom des Flows der Liebe über diesen Funken, diesen Zauber, da mit der Zeit das Gebäude der Partnerschaft aufbaut, dann konstituiert sich halt vieles, das auch zum Ideenverlust und zum Verlust von Offenheit und verschiedenen Dingen führen kann, die ja den Fluss hemmen. Ich glaube, der Feind besteht in den Routinen und im Alltagstrott, also in diesen Abläufen, die immer gleich schematisch und automatisiert sind. Den gilt es also auszuschalten, diesen Feind. Ich habe hierzu ein Motto entwickelt, das euch inspirieren soll, das heißt auch überraschen, also mehr Fragen auslösen als Fragen beantworten und ein bisschen wachrütteln. Zwei sind in der Partnerschaft die Elemente, zwei alleine können sich auch ziemlich allein fühlen, das kann sogar eine Art Egoisme à deux werden, im schlimmeren Fall. Wenn sie sich sehr eins fühlen, dann mag das lange schön sein, aber es kann auch zu einer Art Abschottung werden. Deswegen mein Motto, zwei allein sind eins zu wenig, es braucht noch ein zusätzliches. Eine ganz einfache Darstellung, wie das sein könnte. Was könnte dieses Fragezeichen bedeuten? Ja, eben ein Fragezeichen, eine Infragestellung, eine Leerstelle, etwas, was nicht definiert ist, eine Lücke. Wir gehen dem näher auf den Grund. Dreierpartnerschaft. Ich bin kein 68er, ich kann es gar nicht sein, ich bin zu spät geboren. Also ich meine damit nicht die umstürzlerischen Ideen der 68er, sondern ich möchte anregen dazu, die Kreativität mit diesem Begriff hineinzubringen. Das Spiel ist natürlich die Hauptausdrucksform der Kreativität. Dort spielt diese Kombination von Chaos, Ordnung einerseits und andererseits, Chaos und Ordnung in Kombination. Kinder wissen, wie man spielt, die Erwachsenen wissen es zum Teil nicht mehr so gut, wie man sich auch aufeinander einlässt im Spiel. Dazu gehört auch der Raum. Spiel und Raum haben etwas miteinander zu tun. Man sagt ja auch in der Technik, zum Beispiel dieses Rad hat Spiel, das heißt, es kann sich bewegen, da ist eine gewisse Freiheit vorhanden, aber nicht zu viel Spielraum wären die ersten zwei Stufen und dann muss das geschaffen werden. Das heißt, da muss aktiv etwas kommen von den zwei Partnern und zwar von jedem. Das muss selbsttätig erschaffen werden, was da nachher so viel wert ist. Ich werde jetzt konkret. Du sollst dir kein Bildnis machen, das wussten schon die Bibel schrieben. Und meinten damals Gott. Und Max Frisch hat das dann auch auf den Menschen angewendet, zum Beispiel Max Frisch. Du sollst dir vom Menschen kein Bildnis machen. Das heißt, Vorurteile
sind schädlich, auch in der Partnerschaft, gerade wo sich so vieles dann verfestigt, was man glaubt zu wissen über den Partner. Diese Vorurteile sollte man sich mal bewusst machen, sie zum Beispiel aufschreiben oder sie auch, ja, der Partner weiß ja am besten, welche Vorurteile man hat, welche Bilder man hat über ihn. Man kann also den Partner auch einfach fragen und sich dann vornehmen, die zu vergessen. Weil der Lebensfluss, dieser Flow, braucht überhaupt keine Bilder, der wird davon nur aufgehalten. Deswegen, wenn ihr die aufgeschrieben habt, diese Bilder, die ihr vom Partner habt, dann steckt die irgendwo in eine Flasche und lasst die Flasche die Emme oder die Limmat oder die Aare hinab und vergesst einfach diese ganzen Bilder. Dann der Perfektionismus, auch so ein Feind der Kreativität. In der Partnerschaft kriegt man ja die Marotten des Partners sehr gut mit, diese ganzen kindlichen und pubertären, zum Teil sogar babyhaften Seiten, dort, wo sich eben die Wahrheit zeigt. Und genau diese Seiten zu akzeptieren, würde dazu führen, dass sich viel Spielraum ergibt für Kreativität in dieser Vertrautheit. Von Leonard Cohen stammen auch die Zeilen: There's a crack in everything, that's how the light gets in. Das heißt, durch diese Risse kommt das Licht in die Dinge hinein. Das heißt, eigentlich sind wir eher mit dem Universum verbunden durch das, was an uns nicht vollkommen ist, als durch das, was vollkommen ist. Und dort kommt die Kreativität hinein. Dann, die Partnerschaft könnte ja einfach ein Spiel sein. Wenn man die Vorlieben kennt, wenn man die Wünsche kennt, wenn man weiß, was einem gefällt und was dem Partner gefällt, dann lassen sich ganz viele Spiele denken, die nur ihr zwei spielen könnt. Zum Beispiel zusammen zu musizieren oder zusammen zu wandern. Was auch immer, es kommt auf diese ganz individuellen Vorlieben an. Man kann nur lieben, was man kennt. Das ist so ein eher konservativer Spruch, finde ich. Es ist meiner Meinung nach ein einverleibender, ein besitzergreifender Spruch. Ich finde das Nichtwissen wertvoller als das Wissen in der Partnerschaft. Deswegen modifiziere ich den Spruch folgendermaßen. Also lasst diese Freiräume undefiniert. Das heißt, das Fragezeichen da in dieser einfachen Darstellung, das sollte immer eine Rolle spielen. Es sollte immer nicht alles klar sein, wer der Partner ist, denke ich. Und diese Infragestellung kann auch ganz wertvoll sein. Man wird ja vom Partner immer wieder konfrontiert. Also seht das auch als eine Leerstelle, wo die Kreativität hineinkommt in das System. Deswegen, aus der kreativen Sicht gesehen, möchte ich sagen, dass das da gilt. Und ich wünsche, ja, viele gute Einfälle in der Partnerschaft.